Hey und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Video-Review und zwar heute Transformers Studio Series Deluxe Class Sideswipe und hier haben wir ihn auch schon. Und ja, erstmal tut es mir wirklich leid, dass es wieder mal so spät ist mit dem Video. Ich hatte dazwischen, nach dem Unboxing-Video habe ich noch was zu tun gehabt. Aber jetzt geht's weiter und ja, hier haben wir Sideswipe von Dark of the Moon. Und es ist meine erste Dark of the Moon Studio Series Figur. Denn im Moment habe ich am meisten vom ersten Film gesammelt. Und es fehlen mir aber dennoch welche vom ersten Teil. Starscream, Bonecrusher, Barricade, Blackout, Megatron. Kommt Megatron von The Revenge of the Fallen fehlt mir. Da noch die erste Movie Megatron Figur von der Studio Series Line noch nicht erschienen ist, aber es wurde angekündigt, dass sie erscheint. Es gab schon ein paar Bilder im Internet. Ich habe auch welche schon auf meinem Instagram Account gepostet. Falls ihr dort mal vorbeischauen wollt, ist der Link gerne in meiner Kanalinfo. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr diese Geräusche gerade hört draußen. Das sind lauter Knallgeräusche wegen Bauarbeiten oder so, keine Ahnung. Falls ihr es hört, tut es mir wirklich leid, aber ich tue sowieso Musik hinten in den Hintergrund rein und sollte auch kein Problem sein. Nichtsdestotrotz kommen wir zu der Figur. Hier haben wir Sideswipe in seinem wunderschönen silberfarbigen Corvette-Modus ohne Dach natürlich. Hätte mir eine Deluxe-Version mit einem Dach gewünscht. Ich hoffe mal, dass es eine Revenge of the Fallen Sideswipe-Figur geben wird. Soweit ich weiß, wird es Sideways geben. Das heißt, dann noch RC-Twins. Das heißt, da müsste auch eigentlich Sideswipe von der Revenge of the Fallen Version rauskommen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall bleiben wir gespannt. Und ja, die Jahre vergehen noch. Oder die Jahre gehen noch weiter und es kommen mehrere Figuren raus. Nichtsdestotrotz kommen wir zu den Details von Sideswipe. Ja, ich schalte mal kurz hier Licht an. So, meine Taschenlampe, damit man besser sieht. Hab mir immer noch keine dritte Lampe besorgt, wird aber noch kommen. Ja, hier sieht man das Symbol, schwarzfarbigen Grill oder Hauben oder Lüftungshaube hier noch. Schöne metallige Verlackierung. Die Räder hier, die Felgen sind leider in Plastikgrau, hätte mir genau diese Farbe gewünscht auf den Felgen. Die Räder selbst sind in Schwarz-Plastik, so wie hinten, so auch vorne. Und hinten haben wir dann rote Lichter und silberne farbige, halt wieder mal Silber, Turbo-Dinger oder was auch immer. Und hier haben wir noch natürlich seine Kanonen, was natürlich die Auspuffrohre zeigen soll. Und ja, so sieht es im Cockpit aus. Ein schönes Lenkrad, schön detailliert. Sitze. Und man sieht natürlich hier unten Löcher, was auch bei der vorherigen Version war, aber nicht so heftig wie der vorige Dark of the Moon Sideswipe Figur. Die habe ich jetzt nicht, deshalb gibt es auch keinen Größenvergleich zu der, aber einen Größenvergleich gibt es auf jeden Fall mit Jazz. Ja, ich meine, er hat auch eine schöne Silberlackierung und ja, sieht auch ähnlich aus. Jazz hier ist natürlich kleiner als Sideswipe, was auch irgendwie, nicht so realistisch ist, aber naja,
es ist, was es ist. Bleibt auch, was es ist. Das ist der Größenvergleich zu Jazz. Und ja, das war's auch schon vom Fahrzeugmodus. Kommen wir nun zur Transformation von Sideswipe. Die Transformation von Sideswipe ist simpel. Und zwar, was wir jetzt machen, kommen hier an den Seiten und lösen einmal die Seitenteile, was nachher die Schwerter sind. Ja, es ist ein Partsformer. Leider. Aber das gleiche wird auf der anderen Seite auch gemacht. Und die packen wir jetzt erstmal beiseite. So, dann kommen wir hier unten und arbeiten an den Armen. Und zwar bringen wir einmal hier die Arme raus. So. Bringen die einmal nach oben. So. Hat man das schon mal. Dann löst man einmal hier diese Seitenteile. Man hat gesehen, die sind nicht gut, halt, die sind nicht so befestigt bei mir gewesen. Entweder mache ich was falsch, aber scheint so, als wäre es, als kann es nicht mehr weiter reingeklappt werden. Was ziemlich schade ist, aber naja, vielleicht mache ich was falsch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht, aber naja, nichtsdestotrotz kommen wir weiter zur Transformation. Kommen wir hier hinten. Am besten packen wir die Arme etwas nach unten. Und dann kommen wir hier zum hinteren Teil. Und zwar Entschuldigung für die Geräusche draußen. Hab gerade mein Fenster auf. Es ist stickig hier drin, deshalb habe ich sie jetzt aufgelassen. Es ist sehr heiß hier bei mir. Kommen hier unten und drücken die einmal so nach unten, so dass sie sich halt von diesen Scharnieren lösen. Und achten darauf, dass die halt nach oben geklappt ist. So. Und dann bringen wir einmal dieses hintere Heck nach oben. So, es ist also an so einem Scharnier dran gemacht. Ich hoffe, man sieht's. Und dann klappen wir einmal hier dieses hintere Teil und einmal den Spoiler. Drücken wir einmal runter. Und bringen einmal diese Seiten Teile oder die Türen hier nach hinten, drehen es einmal und klappen es einmal so nach hinten. Dann arbeiten wir weiter am Oberkörper und zwar bringen wir jetzt diese Brustplatte hier unten hinein und zwar seht ihr hier diesen kleinen Slot hier, der mit diesem kleinen Pin hier verbindet wird. So, der wird halt reingeslidet und jetzt zu den Seitenteil und zwar sieht man hier, ich hoffe man sieht's, hier sieht man so eine kleine Lücke. Das ist dafür da, damit dieses Teil da, halt diese Umrandung vom halt, ich glaube ihr wisst was ich meine, da innen ist halt dafür da, damit ihr die halt da so dran platziert, so dass es halt abdeckt. So, das gleiche auf der anderen Seite. Und schon haben wir den Oberkörper fertig. Kommen wir nun zu den Beinen. Am besten fängt man natürlich mit den Beinen an, aber ich mache das jetzt mit dem Oberkörper. So geht es einfacher für mich. Und zwar lösen wir einmal hier die Seitenteile. Bringen einmal die Haube nach oben. Natürlich bringen wir das hier nochmal nach oben, damit wir hier Freiraum haben. Drehen das einmal rum, bringen das hier wieder nach unten und dieser Pin hier kommt jetzt hier hinein. So, zack, die bringen wir am Ende nach unten und splitten einmal die Füße oder splitten einmal die Beine, bringen einmal das hier nach, halt, bringen das einmal nach innen oder nach außen. So, drehen einmal die Frontteil vom Fahrzeug einmal nach innen, bringen einmal
Aber was man also, na, das habe ich jetzt vergessen. Und zwar, bevor ihr das Teil hier nach innen schiebt, müsst ihr erstmal die hier, halt diese Paneele nach hinten schieben, so dass ihr dann halt viel freier Raum habt für diesen, für den Reifen hier. Und zwar bringt ihr dann hier rein, so bringt ihr dann diese Paneele nach hinten und das hier auch. Und bringt einmal dieses Teil hier und klappt es zusammen. Und schon habt ihr ein Bein fertig. Ihr könnt es natürlich noch ein bisschen so wie so ein Chicken Leg machen. Und schon habt ihr ein Bein fertig. Das gleiche auf der anderen Seite. Bringt ihr einmal nach außen. Bevor ihr das macht, bringt ihr einmal dieses Teil nach ganz innen. Nach hinten. Bringt das hier rein. Bringt den die Hacke raus und den vorderen Fuß. Er biegt ein bisschen die Beine und klappt dann noch zu guter Letzt dieses Teil runter. Und schon habt ihr die Beine fertig. Müsst nur noch kurz anpassen. So. Und ja, kommen wir nun zu den Armen. Die sind eigentlich ganz einfach. Als erstes löst ihr einmal die Waffen hier. So. Und bringt einmal hier die Hand raus. Das gleiche auf der anderen Seite. So. Bringt das nach oben. Und wie ihr möchtet, könnt ihr diese Teile hier verschieben. Ihr könnt hier unten lassen. Oder halt nach oben. Ich persönlich lasse sie immer unten. Sieht halt viel besser aus. Und aber könnt ihr auch mal jetzt so lassen, so wie es auf der Verpackung steht. Was aber natürlich nicht so geil aussieht, deshalb lasse ich die lieber unten. Lassen die besser so unten. Und ja, schon haben wir Studio Series Nummer 29. Ja. Dark of the Moon Deluxe Glass Sideswipe im Robotermodus. Und ja, Sideswipe, packen wir die mal zur Seite. Sideswipe hier ist in seinem Robotermodus. Meiner Meinung nach ist das viel zu klein für eine Deluxe Figur. Hätte mir etwas größer vorgestellt, aber Sideswipe ist auch nicht so groß. Meiner Meinung nach, genauso wie Jazz. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns mal die Details an. Hier oben haben wir ein schönes Kopfdesign, schöne blaue Augen und silbermetalliges Gesicht. Dann haben wir an der Brust, halt am Bauchbereich, Gunmetal Grau. Dann haben wir das Corvette-Symbol nochmal hinten. Dann haben wir hier halt viele Farbtätigkeiten. Wie gesagt, der Paintjob gefällt mir echt super. Super Arbeit, Hasbro. Ist zwar älter her, die Figur, dass sie schon etwas älter draußen ist, aber lohnt sich trotzdem noch zu kaufen, falls ihr sie noch nicht besitzt. Dann haben wir das hintere Teil, halt die hinteren Seitenplatten, den hinteren Heckleuchten. Natürlich hier seine Brustplatte oder seinen Brustbereich macht. So sieht es von hinten aus. Der Backpack. Ja. Sonst hat er nicht so viel Farbtätigkeiten im Robotermodus. Und ja, er steht auch ordnungsgemäß. Habe ich nichts dagegen. Oder habe nichts gegen die Figur selbst. Und ja. Man kann auch seine Teile hier am Robotermodus dran machen. Und zwar hat man hier so ein, ich weiß nicht, ob ihr seht, da ein Pin. Fokussiert, aber nicht. Auf jeden Fall kann man den hier hinein pinnen. So. Hat er halt seine Blades, also seine Schwerter für den Nahkampf. So. Und
seine Waffen halt für die weitere Entfernung. Die kann man auch natürlich hier im Robotermodus platzieren. Und zwar sieht man hier hinten, hat man so ein Scharnier, wo man die halt einfügt. Mit diesem Pin. Ist zwar etwas schwer. So. Die fallen auch leicht ab, wenn man die kurz berührt. Was aber auch nicht weiter schlimm ist. So. Und schon hat man die im Robotermodus verstaut. Ja. So viel zum Thema dazu. Kommen wir nun zum größeren Vergleich. Dann haben wir hier einmal Ironhide. Ich meine, die sind ja Teammates, ist zwar von der ersten, vom ersten Movie, aber naja, sobald wir noch, solange wir noch keine Dakota Moon Version haben, glaube ich, geht der Großvergleich klar. Und natürlich my boy Jazz. Jazz, my boy. ja. Der größte Unterschied Jazz und Sideswipe. Sideswipe ist etwas größer als Jazz. Aber nichtsdestotrotz sind das sehr geile Figuren. Und ja, ist einer der besten Toylines, die es jemals gab. Für mich persönlich. Und ja. So. Bevor wir zum Backdrop kommen, gucken wir uns mal die Bewegungspunkte an. Sideswipe hat einmal hier am Kopf einmal eine Neigung nach unten, eine Neigung nach oben, einmal 360 Grad Umdrehung. Die Arme lassen sich nicht so weit bewegen wegen diesen Platten, Schulterplatten, aber lässt sich gut nach oben bewegen. Leider nicht nach vorne und auch nicht nach hinten wegen diesem Flügeling. Hat einen Ellenbogenbereich von ca. 90 Grad, genau 90 Grad. Ja, Handumdrehung hat es nicht. Hat aber auch eine Unterarmdrehung. Und die Beine lassen sich schön nach oben bewegen, nach hinten nicht so. Da sieht man es schon. Die Waffen fallen ab. Die kann man natürlich auch hier rein stecken, was dann natürlich noch besser aussieht. Aber ja, gucken wir uns die Beine weiter an. Und zwar gehen die ganz nach hinten. Ja. Ein Kniegelenkbereich von 90 Grad. Also die Figur ist schon 90 Grad. Hat 90 Grad im Gelenkbereich. Ja, die Füße biegen sich natürlich noch nach ganz hinten wegen der Transformation. Und ja, was ich vor allem mag, ist hier haben wir so ein Scharnier, was nach oben bewegt, was ziemlich geil aussieht. Und ja, hat leider keine Fußrotation oder so, auch keine hat eine gleiche Hüftrotation. Ich wollte schon sagen, keine, natürlich hat das eine Rotation, Hüftenrotation. Und ja, das war es auch schon von den Bewegungspunkten. Und ja, gucken wir uns mal den Backdrop an. Der wird nämlich mitgeliefert. Ja. So sieht natürlich die Verpackung aus. Seht auch in einem Unboxing-Video, was ich unten verlinke. Ja, das hier ist das Backdrop. Hier haben wir Transformers Dark of the Moon. Hier haben wir den Battle, wo Sideswipe und Ironhide gegen die Dreads kämpfen. Series Nummer 29, Transformers Autobot Symbol. Ja, Sideswipe kann man da schön draufstellen. Ja, fliegt hin wegen seinen komischen Füßen. Ja,
Perfekt. Und ja. Nichtsdestotrotz war es auch schon von mir und der Figur. Und ja, komm dann nur mal kurz zum Abschluss. Und ja, ich muss kurz mal weg was holen und dann komme ich wieder. So, da bin ich auch wieder und ja, das war's auch schon von mir und der Review zu Sideswipe von Dark of the Moon und der Studio Series Line. Ja, es gibt weiterhin noch Figuren, vielleicht auch ältere, vielleicht auch neue, ich weiß es nicht, muss ich gucken, je nachdem wie ich die holen kann. Und das Problem ist, jetzt fängt wieder die Schule an, ich muss zur Berufsschule und die wird halt länger länger sein als die frühere Schule und ja, nebenbei möchte ich noch gerne arbeiten, um etwas Geld zu verdienen und ich habe dann noch Training, Sport muss ich machen und so weiter und so fort und ja, ich weiß nicht, wie es mit den Videos dann weitergeht, halt ich habe für ein Jahr nur noch Schule und dann geht es auch mit meiner Ausbildung los, ich weiß nicht, was ich machen werde, aber auf jeden Fall, nachdem ich die Schule beendet habe, kommt dann in Zukunft viel mehr Videos. Aber ich werde auch während der Schulzeit noch versuchen, an Figuren ranzukommen. Als nächstes möchte ich gerne Blackout holen, damit ich halt die Leader Class Figuren schon mal habe, weil die kosten echt teuer und ja, erstmal die Leader Class Figuren, damit ich die schon mal habe. Abschließen. Sowohl wie Megatron Leader Class habe ich auch gerade bei Müller gesehen. Falls ihr mir nicht folgt, auf Insta folgt, könnt ihr es gerne mal in der Infobox nachschauen. Da habe ich das nämlich gepostet. Da sind 9 Leader Classes von Megatron, halt 9 Leader Class Megatrons und 3 Jetfires, halt mein Müller Laden in der Nähe. Ja, falls ihr mal irgendwie in der Nähe wohnt, steht auch da, wo ich das geholt habe. Ja, könnt ihr gerne dahin fahren und schauen, ob ihr die mal bekommt. Auf jeden Fall. Vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal. Aber nichtsdestotrotz war es das auch schon von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.